Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. So, Freunde, ich bin gespannt auf Khan, Digga. Was da jetzt abgeht. Daran merkt ihr auf jeden Fall, dass wir in Duisburg sind. Leute, im Laufe des Videos werdet ihr auf jeden Fall verstehen, warum wir hier sind, was wir vorhaben. Vielleicht haben die meisten es schon verstanden. Ich bin bei meinem Lieblingsanzugsladen, Buggyman. Und wir werden noch diverse andere Läden besuchen, denn wir haben heute was Wichtiges vor. Wir machen heute die Vorarbeit, wir suchen mir einige Sachen raus. Im Laufe des Videos werde ich euch aber auch nochmal genauer erklären, Leute, warum es so... Sauber Anzug für 150 Euro wieder mal gönnen. Wululu, Gauner, Alter. So früh schon dazu gekommen ist, ja, warum ich diesen Step wieder eingehe, ja, es ist wirklich, ja, also ich weiß nicht, soll man es jetzt Zufall nennen, Schicksal, genau ein Jahr, es ist jetzt her, wir gehen wieder in Ramadan rein und dasselbe Spiel beginnt von vorne, aber das ist das Leben, Leute, das Leben geht weiter, ich würde mal sagen, wir labern nicht viel rum, wie gesagt, im Laufe des Videos, ich erkläre euch noch ein bisschen, wir gehen jetzt erstmal, komm mit Besge, wir gehen zu unserem Anzugsladen, Buggyman, wir benötigen nämlich einen Anzug, was für ein Anzug und Buggy Man, ich frag mich, was deine Teufelsfrucht ist. Wofür? Das erfährt ihr gleich. Captain Buggy! Ja, Leute, wir sind heute hier. Ihr wisst, meine Nummer 1, ja, in ganz Deutschland. Nicht Duisburg, in ganz Deutschland. Hier hol ich mal meine Anzüge. Ich weiß nicht, beim letzten Mal hatte ich nicht so viel Glück, aber vielleicht. Vielleicht dieses Mal. Sein letzter Anzug hat ihm Pech gebracht. Bruder, ich brauche von dir zwei Anzüge. Ich brauche erstmal was für, sage ich mal, verlobungsmäßig. Einen davor, wieder so eine Farbe, die auffällig ist. Und dann brauche ich was Knalliges, irgendwas wieder, was du einliefern lässt aus Milano. Ja. Irgendwas, wo ich reinhauen muss, Bruder. Ja, dieses Mal übertreiben wir. Okay. Auf Brabus wieder. Wir hauen wieder auf Kacke rein, nochmal. Ja, der muss einfach diesmal Geldgarantie machen. Falls wieder Ehe scheitert, bringt der Anzug zurück. So Sicherheiten. Letztes Jahr, ich weiß noch, da hatte ich auf jeden Fall dunkelblau. Ich glaube, das passt mir auch gar nicht mehr, aber werde ich auch nicht wieder anziehen. Doppelt nicht besser. Aber wir hoffen natürlich, dass es diesmal klappt. Blauen Hose, beige Jacke. Genau. Den hatte ich auch danach an. Haben wir so eine Kombination gemacht für dich. Und jetzt würde ich sagen, wieder so beige, aber komplett beige. Bei, also, ich zeig dir mal ein, komm mal mit. Das ist aber auch cool, ne? Grün? Was sagst du dazu? Auch sehr gefragt, aber... Das sehen auch so viele, ich weiß nicht so, das sehe ich bei vielen Marokkanern, weißt du? So mit brauner Haut, das knallt richtig. Verstandesamt sehr gefragt. Verstandesamt, ja. Wenn es soweit ist, kann man sich das überlegen. Ich überlege gerade, soll ich eher so... Ja, jedes Jahr eine Khan-Hochzeit. Einfach dein Minderes zum Heiraten. Ja, Bruder, einmal im Jahr gibt es eine Khan-Hochzeit, ich küsse dein Herz, Bro. Der lebt, Bruder, der wenigstens lebt, er lebt, wenigstens macht er. Ja. Ne? Klappt. Boah, Chance, wenn nicht klappt, ist so. So ist Leben. Ein bisschen dunkler so, schlicht oder was Helles? Meiner Meinung nach, ich würde sagen, zieh sowas an. Oh. Da so Mafia-Style ein bisschen. Oh, was mit den Haaren jetzt braun gebrannt, stell dir vor. Seht ihr mich da drin? Eigentlich muss Khan so ein Ding machen, so einmal im Jahr so Format, ich teste Frauen. Die neue Zukünftige. Erkenne die Zukünftige. Da heiratet die, mach ein bisschen Mortal Kombat mit der Finishing Moves. Nach zwei Monaten raus. Er sagt Mortal Kombat. Nächste Video. Leute, haben wir einen aus Belgien. Die hat braune Haare. Stell dich mal vor. So also neues Video-Content. So einmal im Jahr, so kommt so ein 2-Stunden-Video-Hochzeit. Wird getestet. Ist schon cool, ne? Kommt schon sehr nice. Bruder, du hast die Ahnung, ich hab Leute, gar keine Ahnung. Bruder, mein Gewicht ist momentan 85 Kilo, ich bin wieder runter. Ja, ich war bei 80. Ehrlich? Wieder ein bisschen hoch, Bruder, Fresskeks bekommen. Aber ja, ich glaube, du kennst meine Größe sonst so. Bruder, sobald diese Haare geglättet sind und diesen Haarschnitt von vor 2 Jahren haben, gelegt nach hinten, da bin ich raus. Ja? Dann ist vorbei. Wir haben jetzt erstmal Hose, Hemd, so Stani, ne? Hose hier, passt, Bruder, wie eine 1. Brauchst du keinen Gürtel, nicht zu eng. Schuhe, braun, ja. Normalerweise ist es auch schöner für die Veranstaltung. Normalerweise finde ich auch schöner ohne Krawatte und alles. Ja. Weil wir sind Gensch, Bruder. Wir sind. Aber für diese Veranstaltung. Ja, Anzug steht dem aber gut. Ja. Meinst du? So effen, so ein bisschen so ja, klar. Seite ja, hast du recht, Bruder. Und dann auf dem Nachhauseweg so diese Krawatte. Ach, wegschmeißen. Also ich muss sagen, Leute, die Schuhe kommen jetzt eine Nummer größer, die waren ein bisschen zu eng. Aber man kann sich das schon vorstellen, bildlich, ne, mit braunen Schuhen. So. Muss man aber sagen, der Anzug steht ihm. Mhm. Der hat die Figur dafür, ne? Also mir wird der Anzug, glaube ich, nicht passen. Ich bin da
Zu bright. Bright. zu bisschen bright und zu dicke Bauch noch ein bisschen. Ich muss mal an meinem Bauch noch ein bisschen arbeiten. So. Sieht schon Max aus, ne? Ja, ich sehe den Bildschirm. Was hast du gemacht, Jan? Walla, Max. Oder was hast du angestellt schon? Walla, Max. Sag jetzt, soll ich einer heran oder vier? Jetzt sag du, soll ich an dem Tag zu vier Frauen gehen oder soll ich nur zu einer? Heirate ich eine Frau oder vier? Gib ich einer oder gebe ich der anderen doppelt? Boah, Bruder. Bruder, guck mal, ich heirate dich oder ich heirate noch vier Stück. Super Kombi auf jeden Fall. Ja, ich mag's. Das kann man machen, wie, ja. Wie die Match mit den Schuhen. Ich würde den so mitnehmen, safe. Oder die Schuhe. Guck mal, ich hab 43, ich weiß nicht, was ich gerade anhabe. Ich fühle mich gerade wie eine Frau bei GNTM. UFC Topmodel. 41 da. Das ist kurz ein bisschen drücken, aber besorg ich dir. Ja, wir warten auf die anderen. Deswegen wundert euch nicht, warum ich gerade so gehe, Leute. Aber Walla, das sieht echt krass aus, ja. Ne? Ich mag's. Ja, auf jeden Fall. Walla, ich mag's. Diese Krawatte mit den Schuhen. Wir wurden gerade unterbrochen, ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei Alenua, beim Juwelier, wo ich auch früher war, wo unsere Ringe. Der hat viele Sponsoren, ja? Rausgesucht haben, ja. Heute wieder mit ein bisschen Verstärkung. Wir haben unseren Bruder dabei. Salamu alaikum. Oh! Ali, yo. Ali! Stabiler Junge. Sehr, sehr korrekt. Wir haben ja auch zusammen ein, zwei Videos, glaube ich, gedreht mit Younes damals. Mhm. War ja oft da. Richtig, richtig netter Junge. Da war ich auch noch da. Und Salam, Bruder. Hä? Da war ich auch noch dabei. Warst auch da, ne? Ja, ja. Sehr, sehr guter Junge. Ich hab gehört, das sind Cousins. Das sind Cousins? Mhm. Nein. Doch, doch. Quatsch. Bruder, ich hab so gehört. Die sagen das selber. Jetzt weiß ich, warum die den abziehen wollten. Die wollten dann Alis Geld ran. Der Vater hat nicht bedacht, so, ey, sein Cousin. Die wollten dann von Ali seinen Vorschuss, diese Million, die er gemacht hat. Das ist ein Cure-Effekt. Das ist ein Virus, der breitet sich in der Familie aus. Wir holen erstmal Kans Geld und dann Alis Geld. Du hast mir auch letztes Jahr geholfen. Immer, Bruder, bei sowas bin ich immer am Start. Anzug haben wir jetzt schon? Anzug haben und Buggyman? Buggyman. Du willst Ring raussuchen? Jetzt Ring. Ja? Alenua, einzig wahre Adresse, Bruder. Hier fehlt was. Ich weiß. Und dieses Mal machen wir müssen ein bisschen toppen. Das heißt, du musst ein bisschen helfen. Das muss einmal verkauft werden. Diese Geld. Nein, Spaß, komm, wir gehen rein. Blick an die Küste mit Glaspanorama, nur Ballast gebunkert im Suitcase. Am Tag ist Single und nachts wird sie teuflisch. Ich glaube, das nennt man Two-Face. Riesel, Bruder, ist klar? Gut, Kram, wie geht's dir? Wir sehen uns leider früher wie gedacht. Ja. Falls du dich daran erinnerst, Falls du dich daran erinnerst, ich war vor ein paar Monaten schon mal hier, da habe ich Hochzeitsschmuck geholt, wurde kurz abgezogen, aber da bin ich wieder. Ich bin wieder bereit. Ich bin wieder bereit. Aber ey, man muss ehrlich sagen, wir machen zwar ein bisschen Witz, aber man muss ehrlich sagen, der Kahn, der wurde da echt reingelegt und verarscht, dass sowas richtig ekelhaft. Ne? Gut, dass er da rausgekommen ist auf jeden Fall. Jetzt glaube ich ein Jahr her. Genau ein Jahr. Ungefähr ein Jahr kann man sagen. Brudi, wir brauchen, falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich glaube nicht, wir brauchen. Doch, du hast es ja, klar, du hast es, natürlich, natürlich. Ich brauche wieder Verlobungsringe und ein, ja, wieder mal Antragsring. Antragsring. Also drei Ringe. Das hört sich bei Kahn ja schon so lustig an. Wenn er da reinkommt, ey, ich brauche wieder Verlobungsringe, dann hör auf mal, schon wieder oder was? So wieder nach dem Motto so, der Bruder, hör auf, reicht jetzt ja. Okay. Du weißt, was du mir früher gegeben hast? Genau. Ja, dieses Mal. Der Kahn bringt die alten Ringe zurück. Der sagt, guck mal, ich geb dir die. Ich geb dir ein bisschen Geld und gib mir neue. Ich glaube, die haben sich so abgezogen, die Ringe. Scheiße. Müssen wir toppen, oder? Ja, was Neues? Toppen wir das? Ja. Okay. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit den Antragsringen an. Okay. Okay. Und danach dementsprechend können wir dann die Verlobungsringe anpassen. Ja, okay. Fahrthaus Buggy. Wir haben letztes Mal, glaube ich, war das ein Brillant dir verkauft. Ja. Mhm. Runden Stein. Mhm. Ja. Ich glaube, das war. Bruder, ja, das ist zu klein. Das ist Cheddar, Bruder. Das kann er ihr schenken, wenn sie mal was richtig Schönes gekocht hat oder so, hä? Ja, das also ist Bruder. Das Mittagessen. Der kann schenkt das zum Netflix-Abend, Bruder, ja? Bruder, das ist. Der kostet ungefähr 2000 Euro. Bruder, ist immer von der Frau abhängig. Ein Video am Montag ist das. Ne, für die Leute auch, dass sie mal verstehen. Letztes Mal gab es einen Rundenstein, ja, einen Brillanten. Ja. Und diesmal würde ich sagen, nehmen wir etwas Schöneres, etwas Größeres. Bruder, guck mal, ich sag dir ehrlich, ne? Das ist auch immer so ein bisschen abhängig von der Frau. So, mal ist die Frau bescheiden, mal weniger. Ich sag dir so, wie es ist. Mal ist eine Frau geldgierig, mal nicht. Das wollte er eigentlich sagen. Kommt halt auf die Frau an, ne? Will die nur den Klunker oder will die mein Herz? Ne, ja, kommt halt immer drauf an. Endes, das, was der Frau gefällt, das machen wir, aber ich sag dir ehrlich, jetzt so, sie hat keine hohen Obwohl, ohne Spaß, ne, nach diesem Fall, ne, ich schwöre, ich würde nur noch so eine Plastikhochzeit machen. Ehrlich, extra so eine Plastikhochzeit, um zu gucken, ob sie bleibt oder nicht. Weißt oder du, ich sag dir ehrlich, wenn ich mal heiraten sollte, eine Hochzeit mache, haltet mich für altmodisch, aber ich würde keine Hochzeit machen. Oh, ich habe zweimal geheiratet. Weißt du, wie Geld da flöten gegangen ist? Zweimal und auch noch zweimal Scheidung. Scheidung ist teurer als Hochzeit. Also, ich würde auf jeden Fall keine Hochzeit feiern.
Also lohnt sich einfach nicht. Zu viel Geldverschwendung. Ich würde das Geld eher in das Haus investieren oder in die Wohnung oder in die Innenausstattung. 20, 30.000 für eine Hochzeit ausgeben. Ich meine, okay, wer das Geld dafür hat. Auch dann nicht, Alter. Jeder, jedem Designer. Ich persönlich würde das nicht machen. Weiß ich nicht. Also, wenn ich eine Hochzeit mache, wie viele Menschen muss ich einladen? Bruder. Danach bin ich doch pleite. Wenn natürlich alle Gäste Para mitbringen, so für helfen, okay. Subs, bring Subs mit. Aber ich glaube, ich würde keine Hochzeit feiern. Oder ein Jahr bevor du heiratest, kommst du einfach live und so ein Sub für Hochzeit. Sub für die Hochzeit, Leute, schmeißt Rosen. Sag ich mal, Ansprüche, aber ich will dennoch trotzdem was Krasseres geben, soll schon was Schönes sein und soll dem nicht ähneln, dem Ring. Ich finde, bei sowas muss schon dezent, das muss Klasse haben. Ja, also ich würde mit meiner Frau, wenn ich hier heiraten wollen würde, wenn ich heirate oder was auch immer, ich würde Moschee machen, klar. Mit Familie so in die Moschee, ein Imam, Hodja, was auch immer, mach so, ne, ein bisschen Halal alles und Standesamt vielleicht noch. Ja. Aber jetzt richtige Feier mit Tanzen und DJ und... Hör auf, Alter, ja. Ich kann das nicht mehr sehen. Die Freundinnen von meiner Frau da noch so... Weiberabend, dies, das. Mit denen rumtanzen und so. Diese ganze Action. Lass. Hab ich zweimal hinter mir, reicht mir. Allah, Hornes. Mann, das Beispiel. Ich schwör's dir. Deswegen fühle ich auch so, gar nicht. Ich zeige euch gleich was, weil ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall keinen runden Stein mehr. Etwas was anderes, etwas Neues. Richtig, du? Richtig. Damit du was Neues hast. Richtig. Was ein Neuanfang mäßig. Okay. Ich zeig dir mal. Überleg mal, Freunde. Ihr macht Hochzeit. Ihr gebt 40.000 aus, 50.000 aus für Hochzeit, damit ihr euch mit Nacktbild auf Instagram arsch. Nein, ich bin freie Frau, ich gab das und ich dein Leben. Du hast 50.000 noch gerade ausgegeben für deine Ehe. Und diese Dayus-Alte macht, der Typ hat doch nur geliked bei mir, ich kenne den doch. Ich habe seinen Kommentar doch nur geliked, bist du doof? Ich habe nichts mit dem. Boah. Na, für die hast du 50 Mille Hochzeit gemacht. Ich bin Türkan, die gefragt haben. Krank, Walla. Weißt du, was ich meine? Ich küsse dein Herz, Bruder. Was ungefähr, in welches Richtung geht? Das wäre der hier. Das ist ein Einkaräter, eckischer Stein, Radiant heißt. Wer seine Frau vor fremden Männern tanzen lässt, ist der größte Dayus. Kastriot, das sind auf jeden Fall für dich 100 Tangas. Also, meine Frau tanzt mir da nicht vor irgendwelchen Männern, aber nach Kottum. Ist der? Ja? GIA Certified. Also, ich muss sagen, der sieht jetzt nicht so groß aus, aber irgendwie. Der ist speziell. Der ist speziell, hat ja auch nicht jeder. Ist einzigartiger Ring. Weil heutzutage die Antragsringe alle rund sind, die Brillanten. Verstehst du? Der hat schon irgendwas so. Der sticht schon krass raus. Guck mal, Leute. Also, was sagt ihr mir jetzt? Würde man sich als Frau darüber freuen? Ich guck mal einfach. 6.300, also wenn du dich darüber nicht freust, dann kriegt den jemand 6.300, weißt du? Erste, Bruder, wallah, der hat übertrieben, der wird's dann. Wenn eine Wobei, wenn die Frau so im Hochzeitskleid auf so einer Hochzeit so ein bisschen dieses Dingens macht, ist das dann noch okay, das ist so Hochzeit, so, weißt du? Aber ein Mann, der seine Frau halbnackt präsentiert im Instagram oder wo auch immer oder mit im Bikini mit der Storys macht, das ist ein ekelhafter Dayus, Alter. Einer, der kein Eifersucht über seine Frau oder seine Familie, Angehörige hat, irgendwas, das ist ein Dayus, ein Dayjust. Ein Dayjust. Fünf davor ist? Eine Fünf muss davor sein. Okay. Und der Espresso geht auf dich. Ey, du machst schon. Okay, da haben wir schon mal den Antragsring erledigt. Bruder, ich weiß, du hast mir auf jeden Fall, guck mal, meiner war ganz bescheiden. Bei mir ist das voll egal. Ich kann nicht mal seinen Ring so lange tragen. Ich krieg irgendwie einen Tick, Bruder. Mach mir also wieder so Weißgold. Hier, das sind so diese Ringe zum Beispiel. Weißt du warum? Boah, Bruder, die hast du vor einem Jahr nicht, ne? Nee, das ist ganz neu reingekommen bei uns. Was? Den können wir dann für dich. Der sieht wild aus, aber Gold dazu? Meinst du? So Frau, Mann, Gold? Oh Gott. Also ja, das aber ist ein Modell, aber die Frau, in diesem Fall wollte die Frau etwas Goldenes, okay, und der Mann Weißgold. Ja? Aber wir können die Farbe anpassen, ist ja kein Problem. Ich muss dich auf jeden Fall mal fragen, aber sagst du so, dass, also das geht, ne? Das geht natürlich. Da geht das. Ich dachte mal, Farben müssen gleich sein. Nein, geht. Guck mal, wer gefilmt das mal. Man muss sagen, hier ist das Krasse, das sieht man von vorne. Das sind Brillanten. Also ich habe auch immer gedacht, die Ringfarben müssen identisch sein. So eine auf so Couple Goal mäßig. Da so unterschiedliche Farben finde ich irgendwie komisch. Oder? Finde ich auch. Weiß ich nicht. Bei mir war auch alles immer gleich. Wenn ich für meine Frau einen Ring holen würde, dann will ich schon, dass sie so einen ähnlichen Ring hat, wie meint es. Muss nicht, klar. Aber sollte, weiß ich,
finde ich irgendwie, weiß nicht. Tamam, dann ich trage gar keinen Goldring, ich trage Goldkette. Die soll Ring tragen, ich trage Goldkette. Darauf, das gefällt dir den Frauen, ne? Und dann hier oben nochmal so, was ist das denn? Reingraviert oder Stein? Was ist das? Nee, das sind Silberoptik, Bruder. Ein Muster. Genau. Boah, ist schon cool, ne? Und dann, das sind massive Ringe, wie du spielst. Ach, warte mal. Aber meine hat keine Steine, aber dieses genau. Eingraviert, okay. Genau. Ne, ist cool. Das ist, ja. Also Leute, könnt ihr auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was würde cool aussehen. So, das ist jetzt Weißgold, ne? Mit Gold. Also halt diese Farben. Und das für die Frau. Oder sollte das auch in Weißgold sein? Ist beides schön. Also, beides schön, Geschmackssache. Ich finde halt nur eher, dass Weißgold jetzt besser zu ihrem Antragsring passen würde. Ja. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Aber so vom Modell her ist es cool. Vom Modell her ist es das aktuellste Modell. Also die Ringe hätten wir soweit schon mal, ja. Ich brauche noch was sehr, sehr Wichtiges. Das hast du ja auch, Leute. Jede Frau möchte Gold. Das ist unsere Tradition. Du kommst leider nicht drumherum. Ich brauche wieder von dir. Bei Khan ist das immer so komisch gerade, ne? Aber ey, man muss auch ehrlich sagen, ne? Dass der Khan sich das auch antut, wieder Hochzeit und Gold. Ist mutig, und mutig. Ist mutig. Aber es ist schon ein Jahr. Was sagt ihr denn, Friends? Ist das, meint ihr, da ist dann wahre Liebe im Spiel? Oder versucht Khan einfach nur schnell eine Familie zu gründen? Weil ich sag euch ehrlich, feiere ich, wenn du eine Familie gründen willst unbedingt und Frau und Kinder haben möchtest, super. Aber findet ihr die Zeit vor einem Jahr auseinander, jetzt die nächste Frau wieder heiraten? Ich weiß nicht. Also entweder gibt's gar keine Frau und das ist einfach nur Werbung für die Läden und der muss das noch im Nachhinein machen, weil er es damals mit den Kooperationen hatte. Boah. Oder der macht noch ein paar Schnappers da, hier und her, ne? Diese Blazik, ich brauche diese Jumel, diese Runde. Dafür müssen wir in unseren zweiten Laden, weil okay. Dieser Laden ist nur für Verlobungsringe und Trauringe, über Diamanten. Können wir rübergehen? Wir gehen jetzt direkt rüber, dann schauen wir uns an und danach machen wir alles fertig, ja? Leute, ich mache bald eigene Goldladen kaufen. Ich habe Albträume davon, aber ich sage euch ehrlich, was soll ich jetzt sagen, so, nur, Bruder... Nein, nur weil jetzt du eine schlechte Erfahrung hattest, heißt es jetzt nicht, dass dein nächster Partner oder wer auch immer darunter leiden muss über deine Vergangenheit, ne, weil du etwas schlecht erlebt hast. Das ist auch immer von Menschen abhängig. Aber ich sage so, wie es ist, jede Frau hat dasselbe verdient. Vor allem die neue Frau hat mehr verdient. Was soll ich dir sagen? Geld kommt, Geld geht. Hauptsache die Frau ist glücklich, weil ist die Frau glücklich, dann bist du glücklich. Was soll ich dir sagen, Bruder? Ja, ist die Frau glücklich, hast du auch weniger Kopfschmerzen. Das geht dir weniger auf den Sack. Aber finde ich gut, da hat der Khan auch recht. Wenn du eine Frau hast oder eine Freundin hast, unabhängig davon, ob deine Ex-Freundin jetzt eine Schalmut war oder nicht, das hat damit nichts mehr zu tun. Man muss ihr dieselben Chancen geben oder dieselbe Liebe geben können oder was auch immer. Wenn nicht sogar mehr, wenn du dann wirklich neu verliebt sein solltest oder so, ne, dann sollte man da auch wirklich gucken, die Fehler, die man vorher gemacht hat, dass man die nicht in die neue Ehe mit reinnimmt, ne? Jetzt nicht an ein paar, keine Ahnung, Gramm Gold liegen und ein bisschen hier, auch wenn wir später ein bisschen bluten werden aus den Hosentaschen, aber... Der Khan läuft durch die Straße, ey, Babe, heiraten? Du, wer will heiraten? Egal, wir haben unseren Bruder hier, der macht das schon. Freunde, ich hoffe sehr, dass die Frauenseite und die Eltern sich dieses Mal sehr darum bemüht haben, um den ganzen Chase, dass es nicht wieder so... Viel Spaß, Chase ist das Maximum. Okay, jetzt kommt der Part mit dem Gold, ja, da kommen wir nicht drum rum. Was auf jeden Fall Standard ist, guck mal, das, was ich brauche, ist, ich glaube, das sind die mittleren, ne? Genau, Tomaten. Wir nehmen davon so, wie viele braucht man? 15, das ist Standard 20? Bei uns, einmal, also ich würde sagen, wenn wir eine 2-Meter-Kette anfertigen. Ja, einmal so, dieses hier drumrum. Genau, drumrum. Ja, da wird ja wieder, ey, da wird mal hier wieder richtig mächtig Geld ausgegeben, Alter. Boah, so ein Ding von 60 Euro. Hä? So ein Ding, was er gerade hat, das kostet 60 Euro. 60 Euro? Ja. Die Gold... Die Goldtaler da. Kostet 60 Euro, vielleicht 80, vielleicht jetzt 100 wegen Kurs. Ach so, ist ja schon günstig. Ja, gibt's auch verschiedene, kommt immer drauf an. Oben ist 2 Meter. Ja? Da würde ich sagen 10, 15 Stück. Ja, mindestens so 15. Ja. Also auf jeden Fall das. Genau. Und dann brauchen wir diese Armreifen. Ich würde sagen 30 Gramm. 15 Stück holt, da siehst du. 15 Stück, ja. Kannst du mal sehen. Ja. Wo du mal wieder sieht, siehst, weißt du ja, 30 Gramm, 10 Stück. Ja, aber die Anzahl gucken wir doch. Boah, 30 Gramm ist... Ja, sowas viel? In die Richtung soll es auf jeden Fall gehen. Hast du was für Hand anhalten? So, ich habe damals was Kleines gegeben mit Kette. Hast du irgendwas, so Armreifen, sowas schicke? Er kauft... Wie viele Armbänder hat er gesagt, kauft er? Also 30 Armbänder hat er gesagt. 30? Ja, nee, 30 von den anderen und 15 von denen, glaube ich, irgendwie so. Oder 30 Gramm pro Stück. 1500 Euro. 30 Gramm pro Stück, 1500 Euro. Also eins kostet 1500 Euro. Ja, ja, also 10 Armbänder, 30 Gramm pro Stück.
15.000 nur für Armbänder. Der soll dich heiraten, Bruder. Ich schwör's dir, ich will Dreck geben. Ich will Dreck geben, Bruder, sofort, Bruder. Ich schwör's dir, ich würde ihn und seinen Vater heiraten, sofort. Ich schwör dir sogar. Ich würde den Vater von der Braut auch noch heiraten, Bruder, sofort, Bruder, gib ihn. Bruder, was 20, du? 20 Armbänder für Horne. 15.000, Bruder, ich küsse dein Herz. Ich will für einen Armband ihn heiraten. Ich würde ihn geben. Was Schönes? So ein Geschenk, so, genau. Was sie anziehen kann, so, weißt du? Ja, ja, der ist schön, der ist schön. Die Münze, 22 Karat. Oh, der ist schön. Das Gute bei sowas ist, Leute. Also ich glaube auch ein bisschen, das ist ein bisschen Werbung. Glaube ich auch. Ein bisschen Show, der kauft dann nicht so viel, der ist ja nicht dämlich. Horn ist wieder horny. Das sind auch immer Wertanlagen. Horn ist wieder horny, ja, ist so. Ne, ihr kauft euch zum Beispiel Armreifen von, ich will jetzt keine Marken nennen, aber ihr kennt diese ganzen Marken, ne? Mit Silber, was auch immer, wo dann Steine drauf sind. Und das sind alles keine Wertanlagen. Ihr verliert sofort Hälfte an Wert, aber bei sowas, ihr könnt noch an Wert gewinnen. Deswegen lohnt sich auch sowas zu holen immer. Okay, das sieht schön aus als Geschenk. Was ist das, Bruder? Willst du, dass ich heute pleite werde? Das habe ich rausgeholt, so, dass du vielleicht einen Tag davon an ihm. Bruder, sieht schön aus. Bei wie viel liegen wir denn hier? Bei welchem denn? Sag mal den. Schau mal kurz. Hier bist du bei 7.500. Ja, und da muss ich sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute im Santiago Bernabéu. Ja, was nützt dir die Wertanlage, wenn am Ende dann Kerr kommt? Ich schwör's dir. Und der Vater das einsteckt. Ja, da hast du gar nichts von deiner Wertanlage. Also für den Schwiegervater. Der ist schön. Der ist schön, ja. Der ist schön. Der ist momentan sehr trend, sehr aktuell. Und wenn der günstiger ist, ist er noch schöner. Dann gefällt er mir richtig. Der liegt bei 6.875. Ja, so schön ist er doch nicht mehr. Wenn wir die Tage, Leute, die Ringe raussuchen, ja, also die bestimmte Farbe, werden wir auch hier das Finale machen, werde ich euch wieder mitnehmen. Dann werden wir uns entscheiden, was wir nehmen. Aber so ungefähr ist es klar. Einmal rum um den Körper, geschenkt, ne? Ja, jetzt kommen wir zu dem teuren Teil. Brautkleid. Wie ist das eigentlich bei Türken? Bei Verlobung oder bei Hochzeit? Es gibt da einen Teil, den die Frau bezahlen muss. Das hat, ich weiß nicht, ob das bei uns auch so ist. Die Verlobung zahlt die Frau und die Hochzeit bezahlt der Mann. Boah, das ist keine bestimmte Regel. So. Das ist es, aber ist doch so, so ist doch gängig, oder nicht? Nein. Also oder der Mann kauft das Brautkleid? Boah, eigentlich, wie ich das weiß, bei uns war das so, dass ich die komplette Hochzeit übernehme. Und die Familie von der Frau halt einen Teil für die Wohnung. Doch, das ist so, wie ich sage. Also bei uns nicht, Bruder. Verlobung zahlt die Frau, Hochzeit der Mann. Bei Kurden zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, bei uns ist das auch so. Bei uns war das aber nicht so, Bruder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn das so wäre, Bruder, oh, sehr schön. Verlobung habe ich ja schon fast alleine, ach, sage ich gar nicht, Alter. Andere zahlen der Frau BBL-Operation und die zahlt dafür Hochzeit. Ich kann nicht. Scheiße, Mann, Alter. Frau zahlt nur Gardinen. Ja, Friends, jetzt sind wir im letzten Laden angelangt, ja. Gleich schließt auch hier schon so gut wie alles. Wir sind bei Mia Sposa. Ich suche natürlich die Brautkleider nicht aus, aber ich muss hier ein paar gewisse Dinge abklären und schon mal nachfragen, weil diese Kleider sind, ja, oben komplett frei. Das geht natürlich nicht. Wir werden das anfertigen lassen, ja. Das muss natürlich, also du hast gesagt, ihr könnt das so machen. Natürlich habt ihr auch Kleider, die sind nicht durchsichtig. Ihr könnt das hier oben alles zumachen. Richtig, wir können alles nach euren Wünschen, Maßen, wird alles extra für euch angefertigt. Heißt, das Kleid kommt dann... Aber in dieser Zeit, ich will ja auch jetzt nicht Frauen schlecht reden, ne? Gibt ja auch scheiß Männer. Aber in dieser Zeit, stell dir vor, du investierst alles in eine Frau, dies, das. Boah, die kann nicht kochen. Die kann gar nichts. Einzige, was die kann, ist so, die kann blasen. Jetzt, also mir reicht das. Das wäre für mich ein Grund zum Heiraten. Das wäre für mich ein Grund zum Heiraten. Aber ey, warte mal kurz. So, die Frau sagt: Stell vor, nicht mal das können sie. Stell dir vor, die Frau sagt so: Ja, aber meine Mutter hat mir Kochen nicht beigebracht. Ja, aber hat die dir Blasen beigebracht? Ne? Ey, Bruder, warte mal ganz kurz, anderes Thema, ne? Bruder, wenn er jetzt eine neue Perle hat, ne? Wie lange kennt der die denn überhaupt, Bruder, dass er schon heiratet? Bruder, der ist gerade raus mit der anderen. Ja, Bruder, bestimmt auf Story geantwortet. Ich hab's einmal getippt.
Ja, so Story an, wo er dreht, drücke ich immer heiraten. Hochzeit? Fragezeichen. Ich kann nicht. Ey, aber ey, auch an die Damen, die jetzt zuschauen, ey, nicht falsch verstehen, ne? Es gibt auch super Frauen. Es gibt schlechte Frauen, es gibt super Frauen, es gibt scheiß Männer, es gibt gute Männer. Ne, wir haben diese Last alle zu tragen, ne? Wir haben alle unsere Ecken und Kanten, ne? Astaghfirullah. Aber, ne, man muss auch ehrlich sein, ne? Wenn du da schon 50 Millionen in eine Hochzeit investiert und die kann gar nichts, ich küsse dein Herz, Bruder, dann mach die drei Storys, wie die im Bottrum Arsch gibt. Ich schwör's dir, bezahl lieber eine Hausfrau. Dann, Bruder, dann hättest du auch Haushälterin holen können. Oder was für Haushälterin? Hättest du direkt, weiß nicht, was machen können, Allah. Genau wie ihr das haben möchtet. Aber macht ihr das hier oder in der Türkei? Sowohl als auch, aber eigentlich in der Türkei wird das hergestellt. Okay, wenn ihr das jetzt in der Türkei macht, sorry, ich unterbreche, also wie lange dauert das, bis das... Circa 3 Wochen. Sehr gut, das wollte ich wissen. Weil Leute, ihr müsst wissen, ungefähr wie auch beim letzten Mal, natürlich wird alles wieder bedeckt sein, man darf nur die Augen sehen, mehr wird man nicht sehen, also sollte schon komplett hier alles zu sein, das darf auch nicht so durchsichtig sein, dass ihr jetzt nicht unbedingt aufpassen muss, okay, darunter muss ich auch das und das tragen, wird auch bestimmt dann warm sein, weil das sind schöne Kleider, aber es ist dann schwierig natürlich was zu finden, was einen komplett bedeckt, ne? Ja, finde ich gut, dass der Kahn hier Rücksicht nimmt. Er wird auch warm sein. Kann sein, dass er noch schwitzt und so, deswegen sehr nice. Also, der denkt mit. Also, wenn mein Mann nicht so ist, will ich ihn nicht haben. Ja, muss man sagen. Also, der mitfühlende Kahn. Ja? Kann dann hinkommen mit ihrer Mutter, ne, und dann guckt ihr einfach, was ihr gefällt. Und das Wichtigste ist, dass wir schon mal sowas abklären. Okay, alles muss zu sein, weil ich bin mir sicher, da werden wieder Bilder gemacht und irgendwas wird gelegt, was ich am meisten habe, Leute. Das ist auf jeden Fall. Ja, das kann natürlich durchaus passieren, wenn du Storys machst, Hochzeit und so, dass das dann geleakt wird, mein Bruder. Ich erinnere mich noch auf Casey seine Hochzeit. Als Casey Rebel der Gute geheiratet hat, da mussten alle Gäste, alle, außer ich, Handys abgeben. Alle Gäste haben ihre Handys abgegeben und dort war ein Fotograf oder zwei, die von den Gästen Fotos gemacht haben, von der ganzen Situation Fotos gemacht haben und gewisse Leute oder auch die Gäste haben die Fotos, glaube ich, dann auch bekommen. Und ich fand das sehr gut, weil die Leute dann auch nicht am Tisch saßen, am Handy oder hier so Storys. Keiner war dort fast am Handy. Also keiner. Ich glaube nur ganz enge Verwandte, Mutter und so hatten, wenn überhaupt, das Handy. Krass. Sonst keine anderen Gäste hatten ein Handy in der Hand. Gute Idee für nächstes Mal. So, und der Kahn kann das genauso machen, ne? Und derjenige, der die ganzen Handys auf der Hochzeit hatte, Digga, hätte der Sub-Sub gemacht. Jackpot. 400-500 Handys auf meiner Räume, Alter. Weil so das Erste, was man machen muss, aber hätten wir das auch, okay. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was, keine Ahnung, was ihr so schön findet. Ja, super, sehr gut. Danke dir auf jeden Fall. Okay. Boah, das erinnert mich an eine Story, Alter. Ich hab einmal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich war in wegen den Handys in der Tüte. Ich war in meinem Lorette de Mar, ne, und da bin ich in so Hotels eingebrochen. Ich weiß nicht, hab ich das schon mal erzählt? Kennt einer die Story? Lorette de Mar? So, okay, ich war in Lorette de Mar damals und ich hatte gar kein Geld mehr. Ja, ich weiß nicht, ich habe mein Geld verloren. Ich hatte ein bisschen. So. Und ich war zu der Zeit eh Einbrecher, aber richtig auf Achse. Und ich war im Hotel. Und ich habe gedacht, boah, scheiße, das Hotel hat Kameras überall, dies und das. Und im Flur des Hotels waren auch Kameras. Das heißt, hätte ich im Hotelflur Zimmer aufgebrochen, um reinzugehen. Hätten die gesehen. Hätten die Kameraüberwachung. Was habe ich gemacht? Ich war in der 4. Etage, Bruder. Ich bin von Balkon zu Balkon gesprungen. Lebensgefährlich. Ich schwöre dir. Lebensgefährlich. Ich bin vom Balkon zu Balkon gesprungen und da, wo Licht aus war, keiner da. Ich bin rübergesprungen und habe komplett ein Zimmer leer gemacht. Da waren so 10, 15 Zimmer. Die habe ich von Balkon zu Balkon zu Balkon habe ich leer gemacht und musste auch diesen Weg wieder zurück. Immer zurückkommen. Damit ich aus meinem eigenen Zimmer so rauskomme. Wenn die Kamera sieht, war mein Zimmer. Krass. Und dann hatte ich eine Tüte, 20, 30 Sachen. Digitalkameras, Handys, alles full. Ja. Jetzt kommst. Und ihr müsst euch vorstellen, damals, die Handys waren ja nicht jetzt wie heute, ne? Sony Ericsson und so. Sony Ericsson, Motorola. Nokia N95. Das war keine iPhone 5, iPhone so. Das war aber diese aufklappbare Motorola, diese silberne und so, diese Filme. Diese Sony Ericsson, Walkman-Handy, Musik hören. Was weiß ich. N95 mit Kamera. So, 1,3 Megapixel, 2 Megapixel, diese Filme. Ne,
Tasche voll, alles voll. Und dann irgendwann mussten wir auch nach Hause fliegen. Hm. So. Und ich wusste halt nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Nein. Ich so, was mache ich jetzt? Tue ich die Handys jetzt im Koffer? Ja, und alle Handys auf alle andere Sprachen, ne? Portugiesisch, Spanisch, Englisch. Jetzt bin ich gespannt, was du damit gemacht hast. Ich so denk mir so, was mache ich jetzt mit der Tüte? Tue ich die im Koffer, wird die durchgeleuchtet, sehen die so 50 Handys, 30 und die 10 Digitalkameras. Die gucken die, auf die Fotos sind irgendwelche Touristen. Handyhändler. So, weißt du? Ich denk mir, weißt du was? Scheiß drauf. Ich nehme die Tüte und nimm das Handgepäck. Boah. Aber was passiert? Wir wären vor dem Flugzeug. Ich war mit so einem Team da. Und dann sind wir zum Rollfeld sind wir ja gelaufen, sodass du die Treppen zum Flugzeug hochgehen musst. Nicht also quasi, dass die Eingang direkt an der Tür ist. Kennst du das so? Nee, von oben. Klar. Mussten so Rolf. Und dann war so ein Typ unten, der am Arbeiten war, ne, so ein halber Marokkaner. Ich so, boah, der sieht vertrauenswürdig aus. Ne, ich guck, dass irgendeine Kontrolle ist, dass der mich kontrolliert. Irgendwann die kontrollieren, dann sagt der, Tüte reingucken, ne? Oh mein Gott, mein Herz wäre weg, Bruder. Ich so, scheiße. Ich so, ah, Sahbi, jetzt geh ich mal so Tüte, ich will so wieder zumachen. Ich so, ey. Ich so, ey, was Sahbi, guck mal, hier reinzumachen. Der guckt so in die Tüte rein, der sieht so voll die Elektrogeräte. Der guckt so rein und ehe der was gesagt hat, habe ich in dein Handy gegriffen. Aber Sammy, nein, sag wow. Ach, ey. Der hat ohne mit der Wimper zu zucken den hier gemacht. So mäßig. Hat Handy in die Tasche getan und ich habe mich einfach mit der Tüte rumgeworfen. Da habt ihr ein, zwei Handys, habe ich hingegeben. Einfach so ein random Mitarbeiter. Und ich war im Flugzeug. Und ich war im Flugzeug mit einer Tüte mit so 10 Digitalkameras, 20 Handys, keine Ahnung, alles so. Alles. Like Walkie-Talkies waren da drin. Walkman. Ab nach Deutschland, Alter. Aber ey, krass, er sagt das einfach Ewa. Er sagt Ewa, sag mir. Also, ich weiß nicht genau, was der gesagt hat. Das war einfach so, okay, klar. Ja, klar. Steht mir zu, wenn ich dich durchlasse. So, richtig geil, Digga. Alter. Der ist auch bestimmt fast Beamter geworden. Deswegen hat er da gearbeitet. Bruder, wenn ich da gearbeitet hätte, ich wäre Pilot am Ende. Digga, oh, ich schwör's dir, Alter. Ich weiß euch, so Discman war da drin. Ich hab alles. Digga, lass mich in Ruhe, Alter. Die alten Zeiten. Was für Zeiten, ne? Es gibt's noch ein. Ich hab sogar noch ein. Warte mal. Ich hab noch von dem Tag hab ich noch ein Selfie. Warte mal, ich zeig euch mal, wie ich da aussah. Der Selfie-King, Digga. Warte, ich zeig euch das mal. Das habe ich vor kurzem noch irgendwo gefunden und dann habe ich das hier wieder aufs neue Handy hier gepackt. Freunde, wisst ihr, was krass ist? Ey! Nein! Guck mal, wie ich aussah! Was ist für eine Quali, Bruder? Bruder, ich küsse deine Selfie-King. Bruder, einfach, er hat das mit iPhone 15 geschossen. Habibi, lag am Strand Selfies gemacht, ich war auf Jagd dort, ich küsse dein Herz. Zeig mal. Warum ist das so eine krasse Quali, Bro? Ich küsse dein Herz, was hast du gedacht, Bruder? Bruder, ich hab ein Schwarz-Weiß-Foto erwartet. Achte mal, Alter. Ey, Bruder, ich hab einfach Schwarz-Weiß-Video erwartet, ein Foto erwartet. Heftig, wa? Krank, ehrlich. Da sah's noch gut aus. Scheiß dir, Alter. Das war die Zeit, so kennt ihr so diese Leute am Strand, so, willst du Sachen kaufen? Von denen war ich. Digga, Alter, mit Zwiebelbart. Wir gucken weiter rein hier. Friends, ich glaube, das war's mit dem Video, ja. Unseren Anzug haben wir. In den nächsten Tagen holen wir die Ringe, das Gold ab. Ja, Mann, das wär's dann. Was soll ich noch sagen, Digga? Mr. Getz schon mal danke an Aldi. Nachdem Kameras aus war, er hat seinen Sack mit Anzug wieder gegeben. Also die nächste Kooperation komme ich nächste Woche, ich mach das fertig. Er hatte 30 Handys, wenn er keine gute Quali hat, wer dann? Er hat sich das beste Handy ausgesucht und damit Selfie gemacht. Lieben Nachrichten und auch danke an die ganzen Hassnachrichten. Ja, so, liebe Friends, das war Kahn Javi
bei allen Witzen, die wir machen, wünschen wir Khan natürlich viel Erfolg. Hi Losun, Bro. Hi Losun. Hi Losun. Hi Dilleron. Inshallah viel Glück. Inshallah klappt das jetzt besser. Ich hoffe, es ist so, wie du dir das diesmal vorstellst. Ich muss mich auch mal ganz kurz bei Khan vielleicht entschuldigen. Helal, Osun. Ich muss mich einmal kurz bei Khan auch entschuldigen, weil wir hatten so vor ein halbes Jahr so Diskrepanzen gehabt. So. Koran Chopsen. Ich war ein bisschen angepisst auf etwas, weil er Telsen gegenüber ein bisschen frech war und so. Habe ich ihm dann eine Nachricht geschickt und so. Aber nach dieser Sache, was ihm passiert ist und so, hat mir das wirklich sehr, sehr leid getan und so. Und deswegen nur Liebe, mein Bruder. Da war ein bisschen was wegen Telsen und so, weißt du? Und du hast dich mit Khan angestritten? Er hat mich geghostet, Bruder. Der hat mich nicht ernst genommen, so hat mich nicht zurückgeschrieben, aber ich habe ihm so einen Text geschrieben halt, so weißt du. Aber es war in Wut hinaus, deswegen entschuldige ich mich auch da nochmal. Aber hat er das gelesen? Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Du wirst sehen, Khan, du hast nicht geantwortet. Ich war ja auch vor 3 Jahren bei Khans Neueröffnung in seiner Shisha-Bar, da war er voll korrekt zu uns. Wir haben einen Vlog mit ihm gedreht, ich und mein Kollege. Ja. Und da war er auch voll korrekt und so. Auf jeden Fall, tut mir auf jeden Fall an der Stelle sehr leid. Da ist mir die Geister durch mir durchgegangen. Die Pferde mit dir leid. Nee, die Geister. Also da muss man schon sagen, da muss man sagen, Respekt an Horne, dass der sich hier gerade macht. Bruder, der ist doch, guck mal, der macht doch sein Ding, der will doch nur heiraten. Er will doch nur Geld ausgeben. Der will doch nur heiraten, der will doch nur ein vernünftiges Leben. Er kommt mir rüber wie ein vernünftiger Bruder, so weißt du, deswegen an der Stelle nochmal sorry und nur Liebe. Inshallah klappt's diesmal. Heil Losun.